Kapitel 12. Emotionaler Einklang. Während sich ein kleines Stück entfernt Flamme darüber aufregte, dass er sich den Kampf mit den Emotionen wohl nicht aneignen konnte, hatte sein Bruder ganz andere Sorgen und Gedanken im Kopf. Er war ein kleines Stück gelaufen, ohne großen Plan, aber mit den Geräuschen des Untergrundes im Unterbewusstsein, welche seine ungelenkten Schritte führten, bis er an einen kleinen Bach kam. In dieser Gegend konnte man beinahe vergessen, dass man gefangen war, in einem riesigen Untergrundsystem. Sonnenstrahlen fielen durch die Löcher in der Decke herab, mitten auf feuchte Erde, aus welcher Sträucher und Büsche herauswuchsen. An diesen wuchsen verschiedenste Beeren. Offensichtlich war dies eine Art Garten, welchen Latira angelegt hatte, um sich hier unten erhalten zu können. Latira. Sie wirkte allgemein wie ein seltsames Pokémon. Sie war offensichtlich ziemlich alt im Vergleich zu den Pokémon in der Gruppe. Alleine da sie schon mindestens Jahrzehnte hier unten war. Auch wenn Alter für legendäre Pokémon ja ohnehin etwas anderes war. Und Sol ging zumindest stark davon aus, dass Latira unter diese Kategorie fiel, wenn sie denn mit Latias und Latios verwandt war. Aber gleichzeitig nahm ihre Hilfsbereitschaft an diesem Ort mehr Hoffnung, als sie gab. Ein Pokémon wie sie blieb doch nicht freiwillig für ihr ganzes Leben in dieser Höhle, wenn es eine andere Wahl gäbe. Und Latira konnte schweben. Aus dieser Höhle gab es keinen Weg heraus. Und aus dieser Haut auch nicht. Und auch nicht aus diesem Leben. Ein Leben, in welchem auch andere Pokémon eine Rolle spielten. Und nicht alle dieser Pokémon wollten Sol gerade alleine lassen. Stumm näherten sich hinter dem Rücken des Fukano Schritte an. Er selber ahnte schon, wer es wohl sein würde. Geh weg, Funkenherz. Ich will gerade alleine sein. Aber auch einsam? Was? Diese Frage verwirrte Sol, als er sie nun so hörte. Aber gleichzeitig, während sie so verwirrend war, machte sie doch irgendwo auch Sinn. Sol war zu verfangen in seinen eigenen Gefühlen, um sich bereit zu fühlen, mit einem anderen Pokémon bedeutend zu kommunizieren. Zu aufgewühlt für die Bedachtheit, die er gerne aufbringen würde. Zu frustriert für seine sonstige Höflichkeit. Sein Verstand fühlte sich nicht interaktionsbereit. Wollte allein sein, doch wollte Sols Herz es deswegen auch. Ich bezweifle, dass ich gerade gute Gesellschaft darstelle. Zwar war dies keine direkte Antwort auf die gestellte Frage, doch eine Antwort hörte Funkenherz trotzdem heraus, als sie sich ebenfalls am Bach niederließ. Es geht mir aber nicht darum, wie gut du mich unterhalten kannst. Es geht darum, dass dir etwas Gesellschaft hoffentlich helfen kann. Zumal es reicht, dass du einfach nur hier bist, damit ich mich in guter Gesellschaft fühle. Danke. Ich weiß wirklich nicht, womit ich dich verdient habe. Damit, dass du ein gutes Pokémon bist. Die Worte trafen wie ein Stich, auch wenn sie ein Kompliment sein sollten. Glaubst du das wirklich? Bin ich das wirklich? Nein, ich kann es gar nicht sein. Schwachsinn! Wie kommst du denn auf diese Idee? Es geht nicht. Nicht bei dem Blut, das in meinen Adern fließt. Mein eigener Vater hat uns alle für Omegon verraten. Und niemand, wirklich niemand, ist ihm so ähnlich wie ich. Sol, das stimmt doch gar nicht. Du bist inzwischen loyal durch drei Weltenbäume gereist. Daran ändert sich doch nichts, weil dein Vater es nicht tut. Gedanken verloren,
blickt Tesol in die kleinen Wellen des Baches. Vielleicht tut es das jetzt noch nicht. Aber eines Tages, irgendwann wird es das doch bestimmt. Ich bin nicht mehr und nicht weniger als das jüngere Selbst meines Vaters. Das habe ich mir mein ganzes Leben schon angehört. Jedes Pokémon, das uns kannte, sagte mir, wie sehr ich doch nach ihm käme. Selbe Spezies, selbe Interessen. Anscheinend liegt mein Vater mir in meinem Alter wirklich in allem. Und ich weiß ja auch, dass es alles stimmt. Ich habe mir diese Worte immer angehört und ich habe mich stolz deswegen gefühlt. Ich habe meinen Vater gesehen und mich gefreut, dass Pokémon dachten, ich wäre wie er. Ein starker Krieger. Vermutlich eines Tages Dorfvorsteher. Und ich selber habe es mit Stolz gehört. Weil ich zu versessen bin auf alles, was auch Sakit wollte. Macht, Einfluss, Anerkennung. Und deswegen habe ich nur mit Stolz auf eine Zukunft geblickt, in der ich all dies haben würde. Ohne überhaupt zu verstehen, was mein Vater für ein Pokémon sein konnte. Flamme hatte nie verstanden, wie ich Sakit so folgen konnte. Ihn als Vorbild betiteln und in seine Fußstapfen treten. Nein, Flamme sagte mir immer, dass wir Sakit egal wären und er kein gutes Pokémon sei. Und alles, was ich mir dabei dachte, nie war ich schlau genug, auch nur einmal zu denken, was, wenn er recht hat. Nein, ich dachte, dass Flamme bloß neidisch wäre, weil die Leute ihn nicht mit Sakit verglichen, wie sie es bei mir taten. Ich habe so viele Jahre gebraucht, bis ich überhaupt einmal in Erwägung ziehen konnte, dass Sakit kein perfektes Pokémon ist. Früher habe ich meine Zukunft gesehen und konnte sie kaum erwarten. Heute sehe ich dieselbe Zukunft und ich will nicht so werden. Was du von deinem Vater hast, sind seine zwei auffälligsten Merkmale. Die Spezies und die Stärke. Und alles andere bist du selber. Weil du offensichtlich selber weißt, was du nicht sein willst. Und wenn du nicht sein willst wie dein Vater, du hast all die Macht, das zu bestimmen. Wirf dir nicht selber vor, dass du als Kind noch naiver warst. Jedes Pokémon hätte in deiner Lage dasselbe gedacht. Weil Kinder, sie verstehen einfach nicht die komplexen Dinge. Kinder! Funkenherz, ich wünschte, ich könnte all diese Gedanken einfach als eine Jugendsünde abtun, aber das geht nicht. Noch vor wenigen Monaten habe ich Sakit noch gegen die Anschuldigung meines Bruders verteidigt. Noch vor Wochen. Und das mit ganzer Seele. Und trotzdem kannst du heute zurückblicken und sehen, dass du Unrecht hattest. Fehler zu machen ist vollkommen normal. Zu Problemen werden sie erst, wenn man sie nicht wahrnimmt oder wenn man sie nicht einsehen möchte. Du hast den Pokémon gerne zugehört und ihnen geglaubt, dass du irgendwann wie dein Vater wirst, einfach weil du es selber wolltest. Und wenn du dies immer noch würdest, dann könntest du auch so werden wie er. Weil du selber der Einzige bist, der sich aussuchen kann, was für ein Pokémon du sein willst. Und auch wenn es sich gerade für dich nicht so anfühlt, nichts und niemand kann diese Entscheidung abnehmen. Wenn du den Pokémon, die dir etwas bedeuten, treu bleiben willst, wer soll dich dann aufhalten? Auch wenn diese Worte gedacht waren, um Sol von sich selbst zu überzeugen, schien es nicht, als hätten sie wahrlich diese Wirkung. Stattdessen blickte das Fukano nur weiterhin still ins Wasser. Lass mich dir etwas erzählen von einem Gespräch, das ich einmal hatte mit Eevee. Der Grund, weshalb ich dir so dringend helfen will, ist, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als unser Krieg zu Ende war, war ich gerade einmal 4 Jahre war ich damals, glaube ich, alt. Das heißt, ich habe fast mein ganzes Leben bis zu diesem Punkt gelebt. Zwischen dem Ende dieses Krieges und dem Treffen mit dir. Etwa 19 Jahre. Und über diese 19 Jahre hinweg habe ich im Wissen gelebt, dass irgendwo ich die letzte Ahnen Darkreis bin.
Und über diese 19 Jahre waren wir alle recht überzeugt davon, dass Darker ein Tyrann ist. Ein wahnsinniger Kriegsherr, ein Mörder. Und gleichzeitig das Pokémon, welches mein Vater geschaffen hatte. Als ein Pokémon erfüllt von Dunkelheit und mit vorbestimmtem Schicksal. Und irgendwo in mir hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich doch selber auch nicht anders wäre. Wie sollte denn ein Pokémon mit meinen Wurzeln auch nur im Ansatz von Licht erfüllt sein? Aber irgendwann, ich habe immer versucht, diese Gedanken zu verstecken. In der Hoffnung, dass andere vergessen würden, dass ich überhaupt eine Verbindung mit Darkrai hatte. Was Eevee nicht daran hinderte, trotzdem herauszufinden, was ich dachte. Und irgendwann hat sie mich dann beiseite gezogen und hat mit mir gesprochen. Erst war ich gar nicht gewillt, ihr zuzuhören. Ich glaubte schon zu wissen, was sie mir sagen würde, und zwar, dass ich doch eher nach meiner Mutter käme, dass Papa doch eigentlich auch nicht wirklich ein Wesen der Dunkelheit war und dass meine Verwandtschaft zu Darkrai doch eher seelisch sei als alles andere. Aber das war nicht, was sie mir sagte. Stattdessen hat sie mir gesagt, dass die Dunkelheit in meinem Herzen nichts sei, vor dem man sich schämen müsste. Jedes Pokémon hat etwas von ihr, es ist ganz normal. Und sie hat mir erklärt, dass Papa tief im Innern immer gewusst hatte, so viel Dunkelheit auch in seinem Herzen war, auch wenn er aus dem Schatten kreiert wurde. Er hat nie daran gezweifelt, dass sein Herz alles sein könnte, auch wenn sein Körper nicht so schien. Er hat sich nicht davon diktieren lassen, wer er sein sollte. Nicht davon, von wem er abstammte. Als Sprössling der Dunkelheit konnte er es schaffen, ein Held des Lichtes zu werden. Er hatte Freunde, eine Partnerin, wurde von allen respektiert. Und dann sagte mir Eevee, ich wäre wie er. Ein Pokémon mit Wurzeln im Schatten, aber das machte mich nicht schlechter oder weniger wertvoll. Mein Papa war mir immer ein Vorbild, und je mehr ich über ihn nachdenke, desto mehr überzeugt bin ich. Und ganz simpel gesagt, wenn selbst er, ein Pokémon aus reiner Dunkelheit, so etwas geschafft hat, dann bist du mehr als stark genug zu bleiben, wer du sein willst. Auch wenn dein Vater ein Arschloch ist. Dein Vater war eins der stärksten Pokémon, das die Weltenbäume je kannten. Im Kampf, aber auch in der Seele. Ein Pokémon wie er war in der Lage, alles zu schaffen. Aber ich bin nicht so. Er war ein Held. Und ich wollte einer sein, aber mit jedem Schritt der Reise spüre ich nur mehr und mehr, dass ich das nicht kann, dass ich kein Held bin. Selbst die Weltengeister wissen, dass wir das nicht können. Du hast doch Omegon auch gehört. Wir sind nicht stark genug. Ich bin nicht stark genug. Guck mir in die Augen, Sol. Verwirrt wandte das Fukanri den Blick vom Wasser ab und blickte auf Funkenherz, die ihn unverblümt anstarrte. Sie legte ihre Pfote auf Sols und sprach. Du hast Unrecht. Ich weiß, der Verrat schmerzt dir. Die Pflichten lasten auf dir und du weißt nicht, wohin mit dir. Aber hast du dich bisher je stoppen lassen? Helden entstehen durch ihren Sieg, aber auf dem Weg dorthin fühlt es sich nicht gut an. Es gäbe viel mehr Helden, wenn der Weg sich gut anfühlen würde. Aber wenn irgendjemand stark genug für all das hier ist, dann bist du das. Omegon will nur nicht, dass du selber es weißt. Deswegen redet er auf uns herab. Lass dir niemals, egal von wem, einreden, dass du nicht stark bist. Auch wenn es sich für dich nicht so anfühlt. Du bist das stärkste Pokémon, das ich kenne. Sogar stärker als Papa. Du bist so lange gereist. Nicht nur alleine, sondern mit Pokémon, die dir eher geschadet haben als geholfen. Und trotzdem warst du auf dem Weg immer freundlich, offen für andere, bereit, alles zu tun. Du warst bereit, alleine das Gewicht vierer Weltenbäume zu stemmen. Aber soll ich dir was sagen? Das ist vorbei.
Du musst dich nicht mehr fühlen, als müsstest du die Stärke, einen Omegon zu bezwingen, alleine aufbringen. Weil du nicht alleine bist. Und wenn du dich jemals so fühlst, als wärst du es, dann kannst du zu mir kommen. Die letzten Worte flüsterte sie nur noch. Mit endloser Wärme im Blick. Du musst nicht mehr einsam sein. All diese Worte, der Blick, das warme Gefühl von Funkenherzgriff, all dies erzeugte in Sol eine Wärme, wie er noch nie gefühlt hatte. Ein so unglaublich wohliges Gefühl. Und in all dieser Wärme schien der Schmerz sich endlich lösen zu können, als die Tränen begannen, am Gesicht des Fukano herunterzulaufen. Und als er seinen Emotionen freien Lauf ließ, spürte er nur warmes Fell an seiner Seite und hörte leise Worte. Du musst nie mehr einsam sein, wenn ich doch nur ändern könnte.